Das möchte ich hier jetzt natürlich nicht, weil die gehen ja von mir weg. Nein! Oh! Ja, da bin ich aber ein bisschen. Puh! Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der C64 Spielzeit mit Andira. Das bin ich. Heute zeige ich euch das Spiel Ford Apokalypse aus dem Jahr 1982, also dem Veröffentlichungsjahr des Commodore 64, eines der ersten Computerspiele für dieses System. Publisher ist Synapse Software und programmiert hat das Spiel Joe Viera nach der Vorlage der Atari-Version von Steve Hales. Musik gibt es bei diesem Spiel leider nicht, aber die Grafik, die hat er vielleicht auch selber gepixelt. Es handelt sich um ein Actionspiel, ein Shoot'em Up, Joystick in Port 2, Einspielerspiel und, wie so häufig in englischer Sprache, ein Cover habe ich euch heute auch wieder mitgebracht. Es handelt sich um die US-Box der Diskettenversion. Veröffentlicht, wie eben gesagt, von Synapse Software im Jahre 1982. Erst 2 Jahre später, 1984, wurde das Game dann in England unter dem Label Synsoft veröffentlicht und kam so dann natürlich auch nach Deutschland. Die Cover sind sich aber beide sehr ähnlich. Gezeichnet wurde es übrigens von Tim Boxall. Der hat ja mehrere Cover designt, unter anderem auch das Cover für Blue Max, auch ein richtig geniales Computerspiel. Und damit würde ich sagen, wir legen los. Load. Und da befinden wir uns auch schon im, ja, ich nenne es mal Titelbild, ein richtiges Titelbild oder Loading Screen gibt es hier nicht. Der Klappentext, der sagt Folgendes: Die Warlords of Kralta, die haben tief im Innern der Erde ein Gefängnis gebaut. Niemand hat es bisher lebend verlassen und wir werden nun ausgewählt, um die Menschheit zu retten und mit unserem Rocket Copter hinein in die Tiefen der Katakomben zu fliegen, um die Gefangenen zu befreien und den Reaktor im Mittelpunkt der Erde zu zerstören. Also, da geht auch schon der Demo-Modus los. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Joystick packen, alles andere im Spiel. Feuer. Ja, wir spielen diesen Hubschrauber. Hoch, runter, links, rechts. Und ich sehe da oben, Fuel läuft rückwärts. Da kommt auch schon eine Warnmeldung. Das heißt, ich lasse mich mal ganz langsam hier unten auf diese Fuelstation, auf die Tankstation fallen. Denn wenn ich zu schnell nach unten drücke, den Joystick, jetzt kann ich loslassen. Und ihr seht, er hoppelt da so ein bisschen drauf rum und lädt den Tank voll. Wenn ich zu feste runterziehe, dann ja, ist das wie beim Flugzeug auch. Es gibt eine Explosion, das Raumschiff ist kaputt. Oder hier in diesem Fall unser Flieger. Wir sind voll. 2001 Liter Sprit. Ja, ich kann nach links fliegen, ich kann nach rechts fliegen, hatte ich eben schon gesagt. Feuer ist schießen und wenn ich so gerade stehe, nach vorne mit der Nase und drücke Feuer, dann werfe ich eine Plasmabombe. Davon habe ich unendlich viele. Gut, dann fliegen wir mal los. Und hier haben wir in der Luft diese, ja, Luftminen, die hier so rumfliegen und vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Und hier oben in der Mitte, Statusanzeige, Navatron nennt sich das System. Das ist also so ein, ja, Radar und wir sehen schon unser Umgebungsumfeld und die Gegner, die uns auf uns zukommen. Und hier unten gibt es so Panzer, die auch ganz schön gefährlich sind, denn die schießen so Verfolgungsraketen. Aha, ganz so weit kommen die nicht. Und jetzt verfolge ich die mal und schlage zurück. Ja. Oh. Ah, da war schon das erste Leben rum. Ihr seht, 6 Piloten haben wir. Jetzt habe ich nur noch 5. Da kommen die beiden. Ja. Also ganz so verfolgen tun die einen noch nicht. Gravitation ziemlich stark. Au! Und gegnerische Hubschrauber. So, da waren es nur noch 4. Ist auch einiges los. Ich meine, ich kann hier erstmal rumfliegen und ein bisschen klären in der Luft. Ach, da kommt auch schon ein Hubschrauber. Ja, der war einfach. Und wir fliegen mal so ein bisschen weiter. Da oben im Navatron sehen wir die Gegend. Ich fliege hier so runter und da, hier ist ein Weg, der uns versperrt wird und den wir uns freiballern können. Und wir müssen immer gucken hier.
uns die gegnerischen Panzer nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, jetzt schießt er von beiden Seiten. Naja, und kriegen mich natürlich auch. So. Während ich jetzt hier so ein bisschen rumfliege, kann ich euch noch ein bisschen oben die Status, Anzeige erzählen oder etwas über die Statusanzeige, erzählen, sagen, zeigen. Score, klar, selbstsprechend die Punktzahl. Fuel, haben wir auch schon gesagt, das ist unser Sprit, der runterzählt auf 0. Aber wir haben ja unsere Tankstelle da rechts nebenan und können jederzeit wieder zurück und dort tanken. Rechts zählt ein Bonus runter von, ich glaube, von 10.000 fängt er an und zählt dann auf 0 runter. Und wenn er bei 0 ist, dann kriege ich halt am Ende des Levels keinen zusätzlichen Bonus. Ja, und das Navatron, hatte ich schon gesagt, das ist unser Radar, was uns immer alles Mögliche anzeigt. Ich suche jetzt mal hier auf diese. Na, wo kommen sie denn? Die ziehen sich da hinten zurück. Ich sehe die doch. Ja, kommt doch mal ein bisschen näher. Die trauen sich nicht. Ah! Ha! Der scheiß Hubschrauber. Jetzt aber Angriff. Ich muss die ja auch nicht zerstören, ja, so ist es nicht, aber ich wollte erstmal so ein bisschen klären hier und das Gebiet ein bisschen aufräumen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja. Okay, ja, Mission abgebrochen, das war's. Mein Rang, Klasse 4, Sparrow, also nicht so gut. Ja, immerhin 910 Punkte und... Ja, was kann ich euch noch so erzählen? Man hat hier mit F5 einen Optionsbildschirm und ich kann jetzt hier mit F3 ein paar Sachen wechseln und einstellen. Die Gravitation, die steht jetzt hier auf normal, das lassen wir auch so. Das heißt also, der Hubschrauber, wenn ich nichts mache, der sinkt so ganz langsam nach unten. Dann Pilotenskill, Noiz, also ich bin Anfänger, das lasse ich auch so. Und Robopilots 7, das sind die gegnerischen Hubschrauber, die uns das Leben schwer machen. Lassen wir einfach mal alles so in den Standardeinstellungen. Und ich würde sagen, ich drücke F7, das ist glaube ich, oder Feuer, das ist dann Start für eine zweite Runde. Also Optionsmenü immer gern gesehen in solchen Spielen. Oh, zweite Runde. Wie immer, erstmal tanken. Ganz in Ruhe. Niemand stört uns. So, okay. Diesmal bin ich mal passe ich mal ein bisschen mehr auf. Ich meine, ich könnte natürlich auch das Gebiet etwas erkunden für euch, aber ich denke, da es sich hier um so ein Kultspiel handelt, wird der ein oder andere es schon kennen. Und auch für die, die es nicht kennen, wir sehen ja immer wieder ein bisschen was. Ja, da kommt der Hubschrauber wieder. Ja, komm du nur. Ich lasse mich von der Gravitation einfach ganz normal runterziehen und schieße dabei so ein bisschen. Junge, ob ich diese Panzer erstmal versuche zu vernichten, die nerven mich ein bisschen. Oder ich muss halt einfach mal ein bisschen schneller machen hier. Ja. Ui, 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 ja, 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 ja. Komm jetzt mal ein bisschen weiterkommen hier. Na. Kommt so ein blöder Hubschrauber von oben. Auftanken muss ich nicht. 1800. Liter Sprit habe ich noch. So, und jetzt sehe ich ja oben in meinem Radar, die sind jetzt weg. Jetzt verfolge ich die einfach von hinten. Ja, einer ist geklärt. Oh! Ey, die Hubschrauber nerven mich doch so ein bisschen. So langsam. Oh. Schön ist, dass das jetzt so bleibt, wie ich das eben verlassen habe. Das heißt also, den einen...
Panzer, den ich da unten jetzt eben vernichtet habe, der kommt jetzt nicht wieder neu nach. Ah, dieses Hin und Her verbraucht doch so ein bisschen Sprit. Oh, und ich muss so ein bisschen an den Himmel schauen, zumindest in meinem Radar, denn früher oder später kommt jetzt gleich wieder der Hubschrauber. Ich kenne doch meine Pappenheimer. So. Und ich glaube, jetzt bin ich auch so ein bisschen weiter gleich. Wenn ich jetzt endlich diese Geschichte hier geklärt habe. So, komme ich da durch? Ganz vorsichtig. Nicht anecken. Das ist ja Millimeterarbeit. Aha, so. Jetzt sehen wir hier unten eine Landeplattform. Da lasse ich mich mal ganz vorsichtig drauf fallen. Wenn ich jetzt gleich ein Leben verliere, dann fange ich genau da wieder an und hier habe ich meine Spezies, die ich befreien muss. So, einfach drauf fallen lassen und oh, das war ein bisschen zu heftig, oder? Da hat jemand geschossen. So, ich fange wieder unten an. Drei Leute habe ich befreit und jetzt fliege ich mal durch dieses Höhlensystem. Erinnert mich so ein bisschen an Spelunker, ne? Kann das sein? So von der Textur her. Oh, man darf da, glaube ich. Oh! Kommt mal rein, Jungs. So. Spelunker habe ich ja mal im Rahmen der C64 Spielzeit angespielt. Auch für euch. Und ich verlinke euch das unten mal. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet. So, reicht das oder? Da haben wir jetzt einen der neuen, ja, ich sag mal Gegner. Nämlich. Da höre ich einen Hubschrauber. Wo ist der denn? Naja, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich muss so ein bisschen ins Radar schauen, dass der. Kommt der von hinten oder so? Fliegt was auf mich zu. So ein bisschen Schiss. Das sind so Laserstrahlen hier. Guck ich mal, dass ich hier nicht erwischt werde. So. Und ganz schnell. Oh. Ah! Und das waren so sich bewegende Wände. Habt ihr das gesehen? Oh, ich kann es ja nicht lassen. Ich wähle einfach die gleiche Richtung und. Probier es nochmal. Vielleicht ist das auch das Geräusch der sich bewegenden Wände, ne? Ich warte mal den Laserstrahl ab. So. Oh, ey, ey, ey. So. Und durch. Schneller! Da war ich zu langsam. Und eine Besonderheit bei diesen sich bewegenden Wänden, wenn ich die anschieße, dann wechseln die die Richtung. Das möchte ich hier jetzt natürlich nicht, weil die gehen ja von mir weg. Nein! Oh! Ja, da bin ich aber ein bisschen. Puh. Nein! War ich noch ein Leben? Wow! Okay, letzter Versuch. Junge, benimm dich. Mal vorsichtig. Okay, Laser abwarten. Durch. In der Mitte warten hier. Okay. Nicht bescheuert? Na gut. Okay, ja, das war die zweite Runde. Das war die zweite Runde. Was kann ich euch denn noch so erzählen über das Spiel? Ja, hatte ich eben schon gesagt, ein Spiel der ersten Stunde, 1982, Geburtsjahr des Commodore 64. Und die Grafik stammt natürlich auch. Daher ist sie etwas simpel gehalten, sag ich mal, aus der Anfangszeit. Die schönen Grafiktipps und Tricks und auch was Musik angeht, das kann man dann erst wesentlich später. Aber dafür finde ich das echt ein gelungenes Spiel. Ich bin angefixt. Nächste Runde, Feuer. So, vielleicht zwischendurch noch eine Anekdote. Erstmal tanken. Der Erfinder dieses Spiels, der Steve Hales, der wollte ursprünglich, hat er ja für den Atari entwickelt damals, 50 Level designen und mit ausliefern. Und das hat natürlich auf so ein Cartridge für den Atari nicht gepasst. Er musste sich mit 16K zufrieden geben. Und deshalb passten dann auch nur zwei Level, ja, in das Spiel. Soll heißen, dieses Spiel hat nur zwei Level. Und wir sind jetzt gerade schon im ersten. Weiteres dazu gleich, was die Level angeht. Ich kläre erstmal so ein bisschen hier, ja. Immer die gleichen Fehler. Ich muss echt so ein bisschen aufpassen. Komm, Sprit brauche ich nicht. Ich halte ja eh nicht so lange durch.
fliegen ganz schön hoch hier. Oh, Alter, ich bin so im Spiel drin, den Steuerknüppel, den drücke ich so fest an die Seiten. Hab Angst, dass ich hier den alten Knüppel abbreche. So. Gibt es so ein Dauerfeuer oder ähnliches? So ein Dauerfeuer-Switch? Ja, komm, komm, komm. Ah, haben die sich gegenseitig abgeschossen? Habt ihr das gesehen? Geil. Ah, zu früh gefreut. Aber nein, ich bin oben. So, jetzt bleibst du mal weg. Was war das denn? Grafikfehler hier gerade? Habt ihr gesehen? Kollision? So, ich glaube, das passt, oder? Gehe ich auf Nummer sicher und. Ja, erstmal noch ein paar Plasma-Bomben werfen. Hat sich der feindliche Hubschrauber gerade selber zerstört. So, vorsichtig auf die Plattform fallen lassen. Gut. Und jetzt sammeln wir den kleinen Mann ein hier. Okay, ganz vorsichtig ein, ganz vorsichtig anstupsen und dann fliege ich auch noch. Ich könnte natürlich auch mal rechts rum. Hab euch jetzt immer rechts rum, links rum gezeigt, aber. So. Alle Leute eingesammelt. Im Radar sieht alles safe aus. So, hier unten mache ich auch noch was weg. Das oben lasse ich. So, jetzt. Laser. Durch. Hier oben. Warten. Laser. Okay. Oh. Die gehen ja in die falsche Richtung. Oh, Gott sei Dank. Nein. Nein. Jetzt kamen die mir gerade entgegen. Ich habe euch eben gesagt, Feuer drauf wechselt die Richtung. Und ich feuer so oft, dass er ein paar Mal die Richtung wechselt und mir dann wieder entgegenkommt. Ah, ja, so, komm. Warten. Laser. Durch. Hier oben warten. Ich schieße einmal auf die Wand. So, jetzt gehen die Wände in die andere Richtung. Nein, schnell weg. Oh, da wollte ich jetzt so ganz schnell unten durch. Ja, wie das immer so ist, ganz schnell. Junge, lass dir doch mal Zeit. Sonst gehe ich gleich. Ich glaube, das ist jetzt mein letzter Hubschrauber hier in dieser Runde. Ansonsten würde ich gleich mal in die andere Richtung fliegen. Ach, das war wieder viel zu spät. Ich muss gucken, wann die Wände erscheinen, wann nicht. Hey, ich habe ja noch einen. So. Es gibt nichts Gutes, außer mein Tutes. Die nächste Wand, die nächsten Laser, alles klar. Also, ihr seht schon, ich bin jetzt unter der Erde und muss mich immer näher an diesen Reaktor von den Warlords herantasten, bis ich die endlich ja, beseitigen kann. So, jetzt komm, 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 komm. Ach, das war zu knapp. Man hätte das nächste Loch nehmen sollen. Ja. Spiele ich euch noch eine Runde und erzähle euch was dabei? Ja, komm, eine noch. Ich bin echt wirklich tierisch angefixt. Das waren jetzt drei Runden. Nicht lang schnacken, Joystick packen. An den Optionen ändere ich nichts. Feuer, letzte Runde mit Ansage. Okay, wie immer erst tanken. Noch eine weitere Anekdote. Steve Hales, wie gesagt, Entwickler für den Atari, hat 2005, also vor 15 Jahren, den Assembler-Code für dieses Spiel auf GitHub veröffentlicht, wie er schreibt, aus historischen Gründen. Ja, dahinter steckt natürlich auch, die Copyrights sind lange abgelaufen und er hat wieder wahrscheinlich, ist alleiniger Rechteinhaber. Ja. So. Oder nähere ich mich jetzt einfach nur von der anderen Seite und bin dann wieder an dem Loch? Junge, wie lange verfolgt mich das Ding denn? Da fliegt wieder was entgegen. Ah, Luftmine. Gott, die sind einfach.
Naja, das war super einfach. Anfängerfehler. Nochmal. Kommt, Jungs. Einmal rechts rum noch. Da oben fliegt und schießt wieder was. Ja. Das sind die Panzer da unten, die nerven aber echt ein bisschen. Komm hier. Bam, 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 bam. So. Na, wollte den mal von oben hier. Ja, geklappt. Wo kam der denn überhaupt her? Hat er sich da lang gebeamt oder was? Ganz schön gefährlich mit diesen Luftminen. Ah, die könnten ruhig eine größere Brennkraft haben hier. Das ist ja echt Fummelarbeit. Aber, also, es ist. Ich bin nicht gefrustet. Also, das Spiel macht echt Spaß. Das macht echt Laune. So simpel das auch aussieht, ohne Musik, ohne tolle Grafik. Aber die Spieleidee alleine, die zählt. Und wenn es mir zu schwer wäre, könnte ich ja noch ein bisschen was an den Einstellungen ändern, ne? Ein paar weniger Flugzeuge, ein paar, also gegnerische. Gravitation ausschalten oder ähnliches. Ja, damit wären mir doch vielleicht sogar schon geholfen. Mist, so natürlich nicht. Was mir hier noch fehlt, ist die Anzeige von meinem Leben. Das habe ich noch nicht durchschaut. Also er zeigt mir das natürlich jedes Mal an, aber das hätte ich gerne im Blick. So. Das Loch ist doch jetzt wohl groß genug. Den lasse ich jetzt erstmal reingelegt. So, vorsichtig hier landen. Hört. Also ich glaube, ich bin aber nur ganz normal in der Runde geflogen. Ich bin jetzt an der gleichen Stelle wie eben auch. Das macht nachher, erzähle ich euch gleich, einen Unterschied unten beim Reaktor, ob man von links oder rechts kommt. Weil je tiefer man runterkommt, desto mehr unterscheidet sich dann das Level. Also die sind nicht symmetrisch aufgebaut. Was war das denn für ein dummer Anfängerfehler von mir? Diese Luftminen nerven doch schon ein bisschen. Ein bisschen sehr. Warum passiert nichts? So, jetzt geht das unten zu. Zu. Auf. Geil! Oh, Laser. Warum gehen die Laser denn nicht? Ich habe doch. Irgendwas habe ich doch jetzt gemacht, oder? Also, ja, das könnte ein Computerfehler, also ein Programmfehler sein. Scheiße. Aber ich war zumindest mal noch eine Ebene tiefer. Für euch. Und für mich. Ja, warum funktionieren denn die Laser nicht? Komisch. Habe ich irgendwas richtig oder falsch gemacht? Schießen tut er auch nicht. Ich komme mir vor, als würde ich mit Trailer spielen. Ah, komm, wie viel hält er denn aus? Das ist ja jetzt einfach, wenn die alle nicht ballern. Habe ich irgendwas ausgelöst oder so, dass jetzt keiner mehr schießt hier? Die Laser laufen nicht mehr? Das kann ja nur ein Programmierfehler sein. Fuck. Aber trotzdem in die Wand rein. Ja, das war's. Mission abgebrochen. Gut, okay. Ich würde sagen, Joystick zur Seite. Soll reichen, um euch das Spiel zu zeigen. Richtig geiles Ding. Vielleicht noch ja, ein paar interessante Informationen. Die Happy Computer, eine Spielezeitschrift aus den 1980er Jahren, hat im Jahr 1985 dieses Spiel zum besten Spiel des Jahres
1984 gekürt, also dem Jahr, als es in Deutschland auf den Markt kam. Das war übrigens die Leserwahl damals. Und ja, noch ein paar Daten zum Game selber. Zwei große Level gibt es, das hatte ich euch schon gesagt. Es gibt Level 1, das Drachengewölbe, Level 2, die Kristallhöhle. Und danach, wenn man die beiden Level durchgespielt hat, geht es wieder von, haltet euch die Ohren zu, wer es nochmal selber spielen möchte, geht es wie so oft damals wieder von vorne los, nur schwerer. Es gibt also kein richtiges Ende. Die Gegner sind dann halt schneller, greifen öfter an. Und insgesamt gibt es 18 Gefangene, die man alle befreien muss, um ins nächste Level zu gelangen. Wichtig, wichtig. Noch ein Tipp, bevor ich euch mal so eine Map zeige, oder nö, wir machen es andersrum. Ich zeige euch jetzt erst die Map. Bei meinen Recherchen im Internet bin ich auf eine Map gestoßen. Der Level, hier könnt ihr die sehen. Ganz nett gemacht. Ja, der Pro-Tipp ist der Reaktor unten, den kann man sich, ihr seht's, von links oder rechts nähern. Aber nur einer der beiden Wege, das sieht man erst, wenn man unten ist, das wird per Zufall gesteuert, ist offen, der andere verbarrikadiert und sobald man den Reaktor zerstört hat, öffnen sich dann ja der jeweils andere Ausgang auch noch und dann kann man wählen, ob man zurück nach oben fährt, denn um das Level zu beenden, muss man nicht nur in die Höhle rein, alles klären, Gefangene einsammeln, Reaktor zerstören, sondern man muss auch noch wieder raus nach oben und das mit 2001 Liter ja, Sprit. Und man kann dann den Rückweg wählen, ob man, wie gesagt, zurückfliegt oder halt durch den Reaktor einmal durch auf der anderen Seite. Und rechts befindet sich nämlich noch ein großer Raum. Und wenn man von links kommt, dann muss man sowieso oder sollte man da durch, denn da sind noch jede Menge Gefangene drin und das gibt auch jede Menge Punkte. Ja, meine Beziehung zum Spiel. Ich habe das Spiel natürlich in meiner Sammlung auch schon ziemlich lange und habe es auch oft gespielt. Ich habe tolle Erinnerungen daran. Und außerdem liebe ich Höhlenspiele. Treue Zuschauer, die sollten das wissen. Ja, kommen wir zu meiner Bewertung. Also ein richtiges Kultspiel. Tolle Story. Langer Klappentext mit Geschichte zum Spiel. Also wer das Original besitzt, sollte unbedingt mal diesen Klappentext lesen mit dieser Warlord-Geschichte. Also, das sind nicht nur so drei Sätze nach dem Motto, das ist deine Aufgabe und jetzt los, sondern eine richtige Geschichte. Richtig toll und witzig erzählt, wie das in den Anfängen des C64 öfter so der Fall war bei den Spielen. Das gefällt mir total toll. Schöne Grafik für 1982, wie gesagt, eins der ersten Computerspiele für dieses System. Und die Plattformen, auf denen man zwischenlanden kann, sozusagen die Save Points, bei denen man dann, nachdem man ja so einen Hubschrauber geschrottet hat, wieder anfängt. Die Idee finde ich total super. Da kommt nicht so schnell Frust auf, wenn man jedes Mal wieder von ganz draußen starten muss. Das Spiel zieht mich in den Bann und auch die Einstellmöglichkeiten der Schwierigkeiten. Ich habe euch die Optionen eben gezeigt. Das finde ich total toll. Das sind alles Pluspunkte. Und ja, kommen wir zu den Punkten, die mir persönlich nicht ganz so toll gefallen. Ja, eben schon erwähnt, es gibt kein Titelbild, keine lustige oder fetzige Musik. Und leider gibt es auch nur zwei Level. Und es gibt keine Highscore-Liste, in die man sich am Ende eintragen kann. Das ist ja was, was mir immer so gut gefällt. Aber ja gut, okay, 1982, ne? Kultspiel, bleibt Kultspiel. Mein Wiederholungsfaktor, Daumen hoch. Das Spiel macht richtig Spaß, zieht mich in den Bann, gerade schon ein, zweimal gesagt. Und wenn man sich erstmal warm gespielt hat, also so geht es mir jedenfalls, dann kommt man langsam weiter voran. Ihr habt es gesehen, ich war nachher unten auf der dritten Ebene, wenn man oben die Ebene mal mitzählt. Man muss halt nur aufpassen, dass da kein Frust aufkommt. Das passiert bei mir manchmal recht schnell, wenn es zu schwer ist, aber bei diesem Spiel, nö. Also da habe ich jetzt richtig Bock, weiterzuspielen. Gerne öfter, gerne wieder. Also das Game ist Kult. Beide Daumen hoch, hatte ich gerade gesagt. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende der C64 Spielzeit. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Spiel und dieses Video mit all den Informationen gefallen hat. Und lasst gerne auch einen Kommentar da. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Schreibt mir doch, ob ihr dieses Spiel kennt, welche Beziehungen ihr dazu habt, was ihr gut oder schlecht an diesem Spiel findet. Und seid euch gewiss, bei mir bekommt jeder
Kommentar eine Antwort. Außerdem würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Also drückt unten ruhig mal auf Abonnieren, wer das noch nicht getan hat. Weit über die Hälfte meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Dann verpasst ihr garantiert kein Video. Und die ganz Verrückten unter euch, ihr wisst, wie ich es meine, die haben sogar die Glocke an und sind dann immer gleich eine der ersten, die so ein neues Video von mir, erleben dürfen. Und in diesem Sinne soll es das auch gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten C64-Spielzeit. Euer Andira. Ciao und bleibt gesund. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Komm, soll reichen. Auf in den Kampf. Ich komme gleich zurück und tanke nach.